Hey Shingo, warum kommst du nicht morgen zur Abwechslung mal wieder vorbei? Ich hab dir etwas Interessantes zu zeigen. Ich war zu Hause und las gerade einen Manga, als mich mein Kumpel Haruki anrief und mich bat, vorbeizukommen. Aber zu dir zu gehen? Komm schon, das ist doch kein Problem. Du hast morgen doch keine Schule. Also, du hast doch Zeit, oder? Also, bis dann. Hey, warte! Sagt, was er will und legt einfach auf. Shingo ist immer so. Er sagt, was er will und kümmert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Weiß er nicht, was es bedeutet, mich zu sich nach Hause einzuladen? Ich meine, sein Zuhause. Am nächsten Tag ging ich zu Haruki, obwohl es ein Sonntag und mein freier Tag war. Ja, wer ist da? Die weibliche Stimme, die durch die Gegensprechanlage kam, war kühl und abweisend. Als ich die Stimme hörte, erstarrte ich plötzlich. Oh verdammt, ausgerechnet sie. Diese unnahbar klingende Stimme gehörte niemandem außer Fubuki Hinekawa. Sie ist das attraktivste Mädchen der Schule, aber wegen ihres kühlen Auftretens und ihres Namens, der Schneesturm bedeutet, nennen die Leute sie die Eiskönigin. Sie ist Harukis jüngere Schwester. Einer der Gründe, warum ich gezögert hatte, hierher zu kommen, ist, dass ich vermeiden wollte, ihr über den Weg zu laufen. Hey, wie geht es dir, Fubuki? Hier ist Shingo. Erinnerst du dich an mich? Bist du das, Kiriyama? Warum bist du... Ihre Stimme klingt ein wenig seltsam. Klingt so, als würde jemand rennen. Tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen, Kiriyama. Es war das Mädchen aus der Sprechanlage, Fubuki. Aber sie schien anders zu sein als das Mädchen, das ich oft in der Schule sah. Sie sah nicht aus wie ein Mädchen, das eine freundliche Einladung eines Jungen kaltherzig ablehnt. Was machst du denn hier bei mir zu Hause? Ich wurde von Haruki eingeladen, vorbeizukommen. Hä? Mein Bruder ist seit heute Morgen unterwegs. Was? Zuerst war ich von Fubukis Antwort etwas überrascht, aber... Anscheinend hatte er mich eingeladen und ist gleich wieder abgehauen. Das nächste Mal, wenn ich diesen Kerl treffe, werde ich... Oh, okay. In dem Fall, wenn er nicht hier ist, gehe ich wohl besser wieder. Ich wollte wirklich nicht länger hier bei Fubuki bleiben. Aber... Nein, bitte geh nicht. Was? Aus irgendeinem Grund umarmte sie mich plötzlich. Ich bin sicher, dass er bald wieder da ist. Warum kommst du nicht rein und wartest hier auf ihn? Aber er ist doch nicht da, oder? Er wird eine Weile nicht zurück sein. Keine Sorge, er wird vor 18 Uhr zurückkommen, da bin ich mir sicher. Ich mache mir aber Sorgen. Ich meine, es ist jetzt Mittag und sie will, dass ich 6 Stunden warte? Hey, also, das scheint ein bisschen... Sorry, aber ich passe. Du willst wahrscheinlich sowieso nicht, dass ich hier rumhänge, richtig? Nein, ganz und gar nicht. Es wäre mir sogar ein Vergnügen. Was? Ihre Antwort ließ mich fast an meinen Worten verschlucken. Aber ich sollte wirklich... Nein, bitte. Was? Mann, sie ist so süß. Moment mal. Wer ist das eigentlich? Ist das wirklich Fubuki? Ich war völlig verblüfft über ihre Veränderung. Sie war ganz anders, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber... Na gut. Ich konnte diesen aufgerissenen Augen einfach nicht widerstehen und habe ihr Angebot einfach angenommen. Okay, dann... bitte. Was? Ich wurde in ihr Zimmer geführt und es roch wunderbar. Wie ein beruhigender Duft eines Zimmers eines jungen Mädchens. Das Zimmer war ganz in Rosa gehalten und sehr geschmackvoll eingerichtet. Oh, sehr schön. Das ist dein Zimmer, oder, Fubuki? Ah, was war das für ein Geräusch? Fubuki? Bist du... Die Schwingungen im Raum wurden ein wenig intensiv. Ich kann einfach nicht länger widerstehen. Kiriyama-Senpai! Was zum... Aua! Oh, Kiriyama-Senpai. Fubuki, was machst du da? Es tut mir leid, aber... Ich muss sie irgendwie von mir runterbekommen. Aber als ich mich zurückstoßen wollte, fiel sie direkt auf mich. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Was nicht mehr aushalten? Und dann? Oh, Kiriyama-Senpai. Aus irgendeinem Grund begann sie mich fest zu umarmen und rieb ihre Wange an meine. Und der Tonfall ihrer Stimme, so süßlich klingend. Sie war definitiv nicht ganz bei Trost. Hey, lass das, Fubuki! Das wollte ich schon immer mal machen.
Dein Geruch ist so wunderbar. Bitte, lass mich los. Ah! Ich stieß sie instinktiv weg, weil es mir wirklich peinlich war. Ich merkte, dass ich es irgendwie... Nein, sogar sehr bereute, sie weggestoßen zu haben, aber... Es tut mir wirklich leid. Es kam alles so plötzlich, weißt du? Heißt das, wenn es nicht plötzlich ist, ist es okay? Das ist nicht das Problem! Oh. Ich hoffe, ich war nicht zu rabiat. Vielleicht war ich etwas zu hart zu ihr. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag oder so. Ich habe sie immer als jüngere Schwester gesehen, also wollte ich sie nicht traurig machen. Außerdem gibt es Dinge, über die man reden muss, sonst kommt es zu Missverständnissen. Lass uns doch einfach ein normales Gespräch führen, ja? Du bist nicht böse auf mich? Keineswegs, ich war nur etwas überwältigt. Wie auch immer, es muss fast 4 Jahre her sein, seit ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe. Ich wollte eine ganz normale Unterhaltung führen. Kiriyama-senpai! Ich kenne Fubuki seit der Grundschule durch meine Beziehung zu ihrem Bruder Haruki. Ich erinnere mich, dass wir 3 immer zusammen gespielt haben. Ob bereit oder nicht, hier komme ich! Als wir in die Mittelschule kamen, schien sie mich zu meiden. Und bis heute hatten wir uns nicht mehr richtig unterhalten. Ich hörte Gerüchte, dass sie sich abkapseln würde und ein anderer Mensch geworden sei. Aber als ich mit ihr sprach, hatte ich das Gefühl, dass sie ihr altes Ich war. Das Kind von damals, das einen neuen Weg eingeschlagen hatte. Das war also eine Chance zur Wiedergutmachung. Ich meine, lassen wir mal beiseite, was vorhin passiert ist. So kamen wir ins Gespräch und schwelgten in Erinnerungen an alte Zeiten. Und dann hat er... Ja, ich erinnere mich. Haruki und ich haben immer irgendwelchen Unfug getrieben. Es war schon eine Weile her, dass wir uns unterhalten hatten. Und sie war so süß. Es war eine Freude, mit ihr zu reden. Ich konnte nicht glauben, dass jemand dieses süße und nette Mädchen als Eiskönigin bezeichnen würde. Ich schätze, es war nur Klatsch und Tratsch. Wie immer. Das dachte ich in dem Moment. Ich bin wieder da. Hey Shingo, bist du da? Ich weiß nicht, wie lange wir geredet hatten, aber... Während wir redeten, kam Haruki nach Hause. Ich wette, er hatte kein schlechtes Gewissen, weil er so spät kam. Ich werde Hallo sagen. Hey, Fubuki! Als ich mich gerade mit Haruki unterhalten wollte, drehte ich mich zufällig um und sah Fubuki, die dort saß und ein wenig seltsam aussah. Ich drehte mich um, um sie zu trösten. Mein Bruder ist zu Hause. Lass uns gehen, Kiriyama-senpai. Ja, okay. Hey, Shingo. Warst du oben in Fubukis Zimmer? Hey Mann, du warst derjenige, der mich heute hergerufen hat. Haruki, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe Kiriyama-senpai den ganzen Nachmittag in deinem Zimmer warten lassen. Was? Hey Mann, du warst derjenige, der mich heute hergerufen hat. Was ist das plötzlich für eine kalte Stimme? Bist das wirklich du, Fubuki? Ich kann nicht glauben, dass du deinen Freund anrufst und dann einfach abhaust. Ich kann die Dreistigkeit gar nicht fassen. Ja, das tut mir leid. Ich bekam einen dringenden Anruf und musste weg, okay? Ja, und warum hast du mich nicht einfach kontaktiert? Ich meine, du bist doch zum Spaß ausgegangen, oder? Das war es, was ich eigentlich sagen wollte, aber im Vergleich zu Fubukis Intensität fehlte den Worten die Strenge. Könntet ihr bitte zu Ende bringen, was ihr vorhattet und Kiriyama-senpai dann nach Hause schicken, wenn außer meiner Familie noch andere Leute hier sind? Hä? Das süße und rücksichtsvolle Mädchen, mit dem ich gerade gesprochen hatte, machte eine komplette Kehrtwendung. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Und damit kehrte Fubuki in ihr Zimmer zurück. Ich war so verblüfft, dass ich mich nicht einmal mehr daran erinnern konnte, worüber Haruki und ich gesprochen hatten. Hey! In der Schule hatte ich vor, mit ihr zu reden, aber... Fubuki? Ich gehe zurück in mein Zimmer. Würdest du bitte nicht in so einem überfreundlichen Ton mit mir sprechen? Ich... Wenn es sonst nichts gibt, ich muss jetzt gehen. Tschüss. Und so ignorierte sie mich einfach. Warum wurde ich einfach ignoriert, als ob sie mich gar nicht kennen würde? War der Vorfall bei Haruki zu Hause nur ein Hirngespinst von mir? Ihre gleichgültige Haltung und ihre 180-Grad-Wendung zwangen mich, meinen Verstand in Frage zu stellen. Nach reiflicher Überlegung beschloss ich, sie nicht mehr anzusprechen. Die Wettervorhersage hat nichts von Regen gesagt, verdammt nochmal. Ich hatte an diesem Tag keinen Regenschirm dabei, also hetzte ich durch den Regen nach Hause. Als ich zu Hause ankam, stand jemand vor meinem Haus. Es war jemand, den ich überhaupt nicht erwartet hatte. Fubuki? Oh, Kiriyama-senpai! Als ich sie rief, kam Fubuki, anders als in der Schule, direkt auf mich zu. Was machst du denn hier?
Außerdem regnet es. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen für das, was in der Schule passiert ist. Ich konnte sie nicht einfach nass und fristelnd zurücklassen, also beschloss ich, sie hereinzubitten. Du gehst besser rein, du erkältest dich sonst noch. Oh, danke. Ich hatte Angst, dass sie sich erkälten könnte, also habe ich sie duschen lassen. Kiriyama-Senpai, entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe. Fertig? Okay, ich werde auch duschen. Was? Was soll das mit dem knappen Badetuch? Als ich sie nur in das Handtuch gewickelt sah, platzten die Worte aus mir heraus. Naja, meine Kleider waren... Ach ja, richtig. Ich werde dir ein paar Klamotten besorgen. Ich frag mich, ob ich die richtige Größe habe. Mein Vater arbeitet im Moment in Übersee und meine Mutter ist auch bei ihm. Also haben wir keine Frauenkleidung. Meine Klamotten würden natürlich nicht richtig passen. Kann ich mir dann dein Schulhemd ausleihen? Was? Ich glaube, das würde mir ohne Probleme passen. Nun... Willst du dann, dass ich in diesem knappen kleinen Handtuch bleibe? Wenn das dein Wunsch ist, werde ich das tun. Entschuldigung, ich bin schon auf dem Weg. Ich wollte nicht, dass sie ein Männerhemd trägt, aber... Aber ich konnte sie ja schlecht mit diesem winzigen Handtuch da sitzen lassen. Nachdem ich ihr das Hemd gegeben hatte, ging ich selbst unter die Dusche. Nach einer Weile saßen wir in meinem Zimmer und redeten. Du hast vorhin von dem Vorfall in der Schule erzählt. Wirst du erklären, warum du dich so verhalten hast? Ich nehme also an, dass es einen Grund dafür gibt. Das Mädchen, das neben mir saß, und das Mädchen, das ich in der Schule gesehen hatte, waren zwei völlig verschiedene Menschen. Es musste einen Grund geben, warum sie sich so verhielt, als hätte sie eine doppelte Persönlichkeit. Deshalb nehme ich so eine Haltung ein. Ja, schon seit der Grundschule bin ich in dich verknallt. Ich habe überspielt, wie peinlich mir es ist. Du hast nur deine Verlegenheit überspielt? Ja, genau. Wirst du so kaltherzig, wenn dir etwas peinlich ist? Naja, weil ich kann nicht anders. Wenn ich mit dir zusammen bin, werde ich einfach so nervös. Ich kann es einfach nicht ertragen, dass du mich so beschämt siehst. Wenn ich das nicht hätte, würde ich durchdrehen. Deshalb nehme ich so eine Haltung ein. Gott, warum habe ich so viel Zeit damit verschwendet, mir wegen sowas den Kopf zu zerbrechen? Sie ist verdammt süß, aber sie hat definitiv Persönlichkeitsprobleme. Sie will nicht, dass ich sie sehe, wenn ihr etwas peinlich ist. Und deshalb ist sie so kaltherzig zu mir? Moment mal, wenn ich genauer darüber nachdenke. Was will sie eigentlich damit sagen? Willst du damit andeuten, dass du in mich verknallt bist? Ja, schon seit der Grundschule bin ich in dich verknallt. Was? Das süßeste Mädchen der Schule, das alle die Eiskönigin nennen, war schon immer in mich verknallt? Das gibt's doch nicht! Warte... Warte mal eine Sekunde. Moment mal. Das kann doch nicht wahr sein. Warum sagst du das? Selbst wenn es stimmt, was du sagst, hast du mich in der Mittelstufe immer gemieden und... Das lag daran, dass ich zu schüchtern war, um mit dir zu reden. Also konnte ich dich nur aus der Ferne beobachten. Und auch in der Highschool habe ich dich aus der Ferne fotografiert. Was hast du gerade? Nein, nichts. Du hast gerade etwas Unvorstellbares gesagt. Hast du wirklich Fotos von mir gemacht? Nein, du hast dich verhört. Hallo, Haruki? Ich möchte dich etwas fragen. Bitte ruf nicht meinen Bruder an. Sie versuchte, nach meinem Handy zu greifen, aber ich schob sie beiseite und erfuhr die ganze Geschichte von Haruki. Du wusstest das also die ganze Zeit und hast es mir verheimlicht, oder was? Mach mal halblang. Das klingt so, als hätte ich was verbrochen. Ich habe nur geholfen, damit meine Schwester nicht ausflippt. Haruki wusste offenbar, dass Fubuki seit der Grundschule in mich verknallt war. Er wusste offenbar auch, dass sie mich aus der Ferne beobachtete und fotografierte. Er fand wohl, dass die Sache ein bisschen zu weit ging und lockte mich deshalb diesen Tag in den Hinterhalt bei ihm zu Hause. Ich schätze, es war alles wahr, Während ich sprach und beobachtete, wie Fubuki ihre Wangen aufplusterte, wurde ich plötzlich auf das Bett gestoßen. Fubuki! Wie konntest du nur... Wie könntest du meinen Bruder anrufen, um ihn über mich auszufragen? Es tut mir so leid. Es ist nicht so, dass ich mich über dich lustig machen wollte oder so. Ich wollte es nur wissen. Was? Meine Dummheit? Deine Dummheit? Naja, ich denke schon, das auch. Aber es war nicht nur das.
Ich wollte nur deine wahren Gefühle kennenlernen. Was? Was du getan hast, war töricht und ich war manchmal echt enttäuscht, aber... Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich mache mich nicht über dich lustig. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich fand es irgendwie süß. Du fandest mich süß? Als du mich aufs Bett gedrückt hast, war ich ganz aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich fand dich sogar süß, als du zögerlich und verwirrt schienst. So sehr, dass du mir nicht aus dem Kopf gingst. Heißt das? Ja, genau. Ich bin auch in dich verknallt. Denkst du, wir könnten miteinander gehen? Reiche ich dir denn aus? Ich würde es super finden, wenn du meine Freundin wärst, Fubuki. Ja, natürlich, das würde ich zu gerne sein. Mach mich zu deiner festen Freundin. Damit sprang Fubuki in meine Arme und ihr Gesicht strahlte vor Freude. So kam es, dass ich mich in dieses Mädchen verliebte, die über mich hergefallen war. Die kleine Schwester meines besten Freundes. Sie benimmt sich nicht nur schüchtern und hilflos vor mir. Unsere romantische Beziehung beginnt hier, aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Es reichte mir schon, sie zu halten und zu streicheln. Der Grund, warum Fubuki bisher jedem anderen Kerl eine Abfuhr erteilt hatte, war, dass sie mich nicht vergessen konnte. Sie wollte die Zuneigung eines anderen nicht fälschlicherweise ausnutzen, da sie ja Gefühle für mich hatte. Sie ist ein bisschen unbeholfen, aber ich kann nicht genug von ihr bekommen.